im Abstiegskampf. Und sie versuchten alles. Zweite Hälfte, Chelsea fand nicht statt. Sinclair, Trevor Sinclair und Frédéric Kanouté. Auch der Franzose, eine der großen Enttäuschungen in dieser Saison. Magere 5 Treffer für ihn. Wir schauen auf Trevor Brooking. Nee, noch reicht es nicht. Er reagierte, brachte in der 55. Minute Paulo Di Canio, der zwischenzeitlich mal aus dem Kader geflogen war, weil er Glenn Roeder öffentlich kritisierte. Von Brooking wurde er zurückgeholt. Als letzte Hoffnung, als letztes Hammers Ass im Abstiegskampf. 20 Minuten vor Schluss die Erlösung. Der Upton Park außer Rand und Band. Es gab kein Halten mehr. Der Siegtreffer von Paolo Di Canio. Die Premier League ist wieder in Sichtweite für West Ham. Sie sind jetzt punktgleich mit den Bolton Wanderers. Chelsea verliert. Drei wichtige Punkte im Kampf um die Champions League Qualifikationsplätze. Die Möglichkeit also für den FC Liverpool an Chelsea vorbeizuziehen.